Der Sambalot, was für ein Gegacke, steht das von die wachsamen Erlebacher. Das sind wir doch, oder sagen wir das nicht? Also, schön, wie der Kaiser damals noch da war, der Russische. Aber schade, ne? Ja, Sambalot, da ist er ja. Mein lieber Wengertschütz, ich habe schon viel Gutes von dir gehört. So? Ja, man sagt, du wärst ein stattlicher Mann. Schön an Aussehen, gewandt in der Rede und geschätzt bei den Männern ob deiner Stärke. Und beliebt bei den Frauen wegen deines unverbrauchten Aussehens. Und treu bist du den Erlenbachern, so wie die mir. Und Winzer wärst du auch noch? Dieser köstliche Wein, den ich genießen durfte, war der von dir? No. Ja, was ist denn jetzt mit dir los? Jetzt ist er zu Stein erstarrt. Naja. Verpasste halt den Höhepunkt des Jahres. Meinen Besuch in dieser schönen Stadt. Tja, habt ihr gut gemacht, ihr treuen Erlenbacher. Ein spannender Tag. Und erst die Nacht. Mei, noch so ein schönes Kind. In dieser Stadt möchte ich nicht Kaiser sein, sondern Bürgermeister. Der Berninger hat's gut. Unglaublich. Wer bist denn du, schöne Maid? Und hast du vielleicht kurz für mich Zeit? Ach du mein Kaiser, ich bin die Weinprinzessin dieser edelsten aller Städte. Auf der schönsten Seite des Flusses, die eine schöne Stadt mit der schönsten aller Städte verbindet. Und hier ist immer so viel los. Auch letztes Jahr war wieder einiges bei uns geboten. Thank you.
Aber mein Kaiser, was habt ihr nur mit dem Wingertschütz gemacht? Er wirkt so sprachlos. Ach, der alte Frauenheld macht oft beleidigt. Aber ich bin sicher, wenn du ihm einen Kuss gibst, wird er wieder genauso lebendig wie vorher. Na also, sag ich doch. Ja, der hat gut reden mit seinem verrosteten Bart. Und vom Wolf versteht er auch nichts, gell, Prinzessin? Stimmt, Erich. Er mag zwar früher ein berühmter Kaiser gewesen sein und auch der Herrscher über die Schlucht und Mechenhardt, aber der Kaiser vom Hoberg, Erich, das bist du. Na, das ist mir auch nicht ja wahr. Ne? Und jetzt wollen wir mal gucken, was sonst noch in Erlebach so los war das Jahr über. Beeindruckend. Mir scheint, auch heute wissen die Erlenbacher die Feste zu feiern, ob sie fallen oder nicht. Also, die Feste. Gell, Rostbart, wenn du meinst, es war schon alles, dann gucken wir mal, was sonst noch geboten war. Allah!
Mats, was los, alle? Komm, Erich, benimm dich. Gib dem Kaiser mal was zu trinken. Gut. Gut, zum Wohl. Na, den Trunk hättet ihr mir schon früher reichen können. Gell, dann wärst du doch in Erlenbach geblieben und wärst nicht in der Türkei versoffen in dem öden Wasser. Stimmt, der Wein ist heute wieder hervorragend bei uns. Und wir feiern ihn gerne und gerne mit ihm. Aber seht selbst. Nicht durchlaucht. Und ab damit. Wie sieht's dann aus, Hochwürden? Wart ihr auch schon mal in unserer schönen Stadt? Was da alles geboten ist, was da an Bauten entstanden ist? Hab ich gesehen, mein weinseliger alter Freund. Und ich war platt ob der Veränderungen. Platt wie die Halle des Turnvereins. Thank you.
sie weg, die alte Halle. Aber es wird ja eine neue geben, sozusagen auferstanden aus Ruinen. Aber Tatjana, das war die alte DDR-Hymne. Die Mauer ist schon lange weg. Aber in Meschnitz steht schon wieder neu. Stimmt, hat die Rentner-Gang gemacht. Ganz toll. Aber Erich, heute nennt man das eine Ortsbegrüßungsmauer, so wie der Dorfchef sie gerne nennt. Und seit 40 Jahren dürfen wir jetzt auch schon Streit bei uns in unserer Stadt begrüßen. Eins der letzten Höhepunkte des Jahres. So, meine Freunde, ich muss da mal los. Hab Dank für den köstlichen Wein. Schöner Flecken Erde. Am Blick müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Obwohl, naja, egal. Passt mir gut auf die Gickel auf. Und seid immer wachsam, meine treuen Erlenbacher. Und da geht er hin und kommt nicht wieder. Obwohl, so 10 Jahre sind auch schnell rum.
und pass mir gut auf die Weiber auf. Gell? Nicht, wir haben schon genug Raute in Erlenbach. Obwohl, soll er küssen, bevor er abschmiert in die Türkei. Weil wer länger küsst, ist später tot. Tschüss zusammen und ein gutes Jahr 2019. Prost zusammen.